me the book of Exodus 19. Schlägt mit mir das Buch 2. Mose 19 auf. You can read 1 to 25. Ihr könnt von 1 bis 25 lesen. But I'll read a few. Aber ich werde einige lesen. And he says, und er sagt, in the third month, im 3. Monat, after the Israelites left Egypt, nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, they came to the desert of Sinai. Kamen sie zur Wüste Sinai. After they set out from Rephidim, nachdem sie von Rephidim auszogen, they entered the desert of Sinai. Kamen sie in die Wüste Sinai. And the Israelites camped there in the desert in front of the mountain. Und die Israeliten lagerten sich dort dem Berg gegenüber. Verse 3, precious people. Vers 3, verehrte Leute. He said, then Moses went up to God. Er sagt, Mose aber stieg hinauf zu Gott. And the Lord called him from the mountain. Und der Herr rief ihm vom Berg aus. And said, und sagte, this is what you are to say to the house of Jacob. So sollst du zum Haus Jakob sagen. And what you are to tell the people of Israel. Und was du den Kindern Israels verkünden sollst. Verse 4. Vers 4. You yourselves have seen what I did to Egypt. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. And how I carried you on eagle's wings. Und wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen habe. And brought you to myself. Und euch zu mir gebracht habe. Now, if you obey me fully, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. And keep my command, my covenant. Und wenn ihr mir gehorcht und meinen Bund bewahrt. Then out of all the nations, so sollt ihr vor allen Völkern. You will be my treasured possession. Werdet ihr mein besonderer Eigentum sein. Although the whole earth is mine. Obwohl mir die ganze Erde gehört. You will be for me a kingdom of priests. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein. A holy nation. Oder eine heilige Nation. These are the words you have to tell the Israelites. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Moses went back and summoned the elders of the people. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich. And set before them all the words the Lord had said. Und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Verse 8. Vers 8. The people all responded together, we will do everything the Lord has said. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. The Lord said to Moses, der Herr sagte zu Mose, Verse 9. Vers 9. I'm going to come to you in a dense cloud. Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen. So that the people will hear me speak with you. Damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede. And always put their trust in you. Und auch dir für alle Zeit glaubt. Then Moses told the Lord what the people had said. Moses brought back the reply. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Mose brachte die Antwort zurück. Verse 10. Vers 10. And the Lord said to Moses, und der Herr sagte zu Mose, go to the people, geh zum Volk, and consecrate them today and tomorrow. Und heilige sie heute und morgen. Have them wash their clothes. Sie sollen ihre Kleider waschen. Ready for the third day. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Because on the third day the Lord will come down on Mount Sinai. Denn am dritten Tag wird der Herr auf den Berg Sinai herabsteigen. In the sight of all the people. Vor den Augen des ganzen Volkes. Verse 12. Vers 12. Put limits for the people around the mountain. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsrum, den Berg. And tell them, be careful that you do not go up the mountain. Und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen. And touch the foot of it. Und seinen Fuß anzurühren. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. And when you move to verse 21, und wenn ihr zum Vers 21 geht, then he sends Moses back, dann sendet er Mose zurück, to repeat what he said in verse 12, um zu wiederholen, was er im Vers 12
12 sagte. He says, go back. Er sagt, geh zurück. And tell them, und sage ihnen, that none of them, dass keiner von ihnen, is ever to come close to the foot. Dass niemand jemals von ihnen nahe dem Fuß kommen darf. The foot of the mountain, der Fuß des Berges, including saying, einschließlich sagend, tell them, sage ihnen, they cannot even touch the soil. Sie können nicht einmal die Erde berühren. Of the mountain. Von dem Berg. And he says, und er sagt, tell them, sage ihnen, that they cannot come up, dass sie nicht hochkommen können. Even to gaze at the Lord. Nicht einmal um auf den Herrn zu blicken. My target was verse 12 and 21. Mein Ziel war Vers 12 und 21. The Lord. Der Herr. He comes again. Er kommt wieder. Look at this now. Betrachte dies jetzt. This time around. Zu dieser Zeit. Moses has gone. Ist Mose gegangen. He has already accepted the calling. Er hat die Berufung schon akzeptiert. And he has gone to Egypt. Und er ist nach Ägypten gegangen. And there is so much battle that takes place there. Und es gibt so viel Kampf, der dort geschieht. And the Lord says, und der Herr sagt, you have seen for yourselves. Ihr habt selber gesehen, what I did to Egypt, was ich Ägypten antat, and how I put you on eagle's wings. Und wie ich euch unter die Adlers Flügel tat. This time around, zu dieser Zeit, he's coming in the same cloud. Kommt er in der gleichen Wolke. He's coming. Er kommt in the same cloud that has visited Kenya. In der gleichen Wolke, die Kenia besucht hatte. And he's saying, und er sagt, that Moses, dass Mose, has to go to the house of Jacob, zu dem Haus von Jakob gehen muss, to prepare the house of Jacob, um das Haus von Jakob vorzubereiten, for this visitation, für diesen Besuch. In Vers 12, und Vers 12, of Exodus 19, von 2. Mose 19, he says, er sagt, they cannot come closer. Sie können nicht näher herantreten. Vers 21. Vers 21. They cannot even touch. Sie können nicht einmal berühren. Or look. Oder blicken. And he says, und er sagt, but remind them, aber erinnere sie, what I did in Egypt, was ich in Ägypten tat, and how I put them on eagle's wings, und wie ich sie unter Adlers Flügeln tat. The eagles, die Adler, that he's talking about here, von denen er hier spricht, they always put their young ones where? Here. Sie bringen ihre Jungen immer wohin? Hier. Remind them, erinnert sie, how I carried them on eagle's wings, wie ich sie unter Adlers Flügeln trug. The eagle normally takes his young one and put where? Here. Der Adler nimmt normalerweise sein Junges und setzt es wohin? Hier. With full force. Mit voller Kraft. The others carry with their clothes. Die anderen tragen es mit ihren Kleidern. But the eagles put here. Aber die Adler setzen es dorthin. And he says, und er sagt, remind them, erinnert sie, what I did there, was ich dort tat, the templates, die Vorlagen, and remind them, und erinnere sie, on the eagles' wings, an die Adlersflügel, look, and I brought them to myself. Siehe, und ich brachte sie zu mir selbst. It is amazing. Es ist unglaublich. Look at this now. Schau zu diesem jetzt. It is really amazing. Es ist wirklich erstaunlich, that when he removes them from Egypt, dass als er sie aus Ägypten entfernte, to bring them to himself, um sie zu ihm selbst zu bringen, he brings them to a wilderness. Er bringt sie zu einer Wildernis. And they settle facing this mountain. Und sie lassen sich nieder gegenüber von diesem Berg. The Lord, der Herr, amazes me, bringt mich zum Erstaunen. Because, weil, he chooses this type of wilderness, er diese Art von Wildernis aussucht, as the place, als den Ort, where he is going to come in the cloud, wo er in der Wolke kommen wird, and he is going to meet Israel, und er wird Israel treffen, and establish
the government of Jehovah. Und etabliert die Regierung von Jehovah. And establish the nation of Israel. Und etabliert die Nation von Israel. And have a conversation with man. Und hat eine Unterhaltung mit den Menschen. He does not choose the palaces and the cities that were there. Er benutzt nicht die Paläste und die Städte, die dort waren. He does not choose. Er wählte nicht. There were many cities there, by the way. Many. There was a lot of civilization along the Nile and name it. Es gab viele Städte, übrigens. Es gab viel Bevölkerung entlang von dem Nil. Und nennt es. Even the Red Sea. Sogar das Rote Meer. He ravishes the cities. Er macht die Städte runter. And chooses this type of wilderness. Und sucht sich diese Art von Wildernis aus. Thorn. Dornen. Rugged desert. Schroffe Wüste. Then, dann. Over there. Da drüben. He establishes. Etabliert er. His palace. Seinen Palast. The parlor of his glory or the pavilion. Die Stube seiner Herrlichkeit oder der Pavillon. The balcony, whatever you want to say. But he chooses there. Der Balkon, was immer ihr auch sagen wollt. Aber seine Auswahl ist dort. In other words, in anderen Worten, in the process of us understanding this warning on verse 12 and verse 21, in dem Prozess, dass wir diese Warnung im Vers 12 verstehen und Vers 21, I want you to see this. Ich möchte, dass ihr dies seht. That he ravishes the palaces that were there. Dass er die Paläste zurückweist, die dort waren. And comes to a rugged mountain. Und kommt zu einem schroffen Berg. And the glory comes down. Und die Herrlichkeit steigt hinab. But he tells Moses, aber er sagt zu Mose, that Moses must go and prepare the house of Jacob. Dass Mose gehen muss und das Haus von Jakob vorbereiten muss. Number one, wash their clothes. Nummer eins, ihre Kleider waschen muss. He tells them many things, including don't touch. Er sagt ihnen viele Dinge, einschließlich berührt nicht. When they left Egypt, als sie Ägypten verließen, it took exactly 50 days. Es brauchte genau 50 Tage. If you count in the Hebrew calendar, wenn ihr in dem hebräischen Kalender nachzählt, the day they left Egypt, den Tag, als sie Ägypten verließen, exactly 50 days. Genau 50 Tage. Then there is this visitation. Dann gibt es diesen Besuch. If you count, wenn ihr zählt, they slaughter the lamb at night. Sie schlachteten das Lamm zur Nacht. 50 days he comes. 50 Tage, er kommt. If you count, wenn ihr zählt, from when the Messiah was crucified, von dort an, als der Messias gekreuzigt wurde, to when the Pentecost happened, bis als Pfingsten passierte. Exactly 50 days. Exakt 50 Tage. So you see the timing. Ihr seht also die Zeiteinteilung. That's amazing. Das ist erstaunlich. The slaughter of the lamb. Das Schlachten des Lammes. The Mount Sinai visitation. Der Besuch vom Berg Sinai. The slaughter of another lamb. Das Schlachten von einem anderen Lamm. This time around, zu dieser Zeit. The perfect Lamb of God, das perfekte Lamm Gottes. Count, gezählt. Exactly 50 days, genau 50 Tage. The Pentecost, Pfingsten. And he warns, now not fire, und er warnt jetzt kein Feuer. Now the cloud, jetzt die Wolke. And he says, und er sagt. Tell them, sag ihnen. Not to come. Nicht zu kommen. They cannot touch. Sie können nicht berühren. Even the holy soil. Nicht einmal die heilige Erde. At the foot of the mountain. Am Fuß des Berges. Verse 12. Vers 12. Verse 21. Vers 21. Exodus 19. 2. Mose 19. The warning. Die Warnung. We saw, wir sahen, when he came down as fire. Als er als Feuer hinunterkam. Moses, Moses. Mose, Mose. Don't come. Komm nicht. So my question is this. Nun, meine Frage ist diese. If he comes. Wenn er kommt. And that when he comes. Und das, wenn er kommt. He says. Er sagt.
tell them, sag ihnen, not to come. Nicht zu kommen. Then who are these I saw January 15th? Wer sind dann diejenigen, die ich sah am 15. Januar? Who are these? Wer sind diese? He said, don't come. Er sagt, komm nicht. He restrains them again. Er hält sie wieder zurück. Whenever God the Father comes, wann immer Vater Gott kommt, he says, er sagt, do not come. Komm nicht. Any closer. Näher heran. First of all, let's just go through this one here. Als erstes, lasst uns durch dieses hier gehen. What is the message that comes out of this? Was ist die Nachricht, die von hier herauskommt? Number one. Nummer eins. You see that the Lord for the first time. Ihr seht, dass der Herr zum ersten Mal. Now the Lord comes to speak with man. Jetzt kommt er her, um mit den Menschen zu sprechen. The house of Jacob. Das Haus von Jakob. For the first time. Zum ersten Mal. With the house of Jacob. Mit dem Haus von Jakob. Now the Lord is trying to translate. Jetzt versucht der Herr zu übersetzen. To the house of Jacob. Zu dem Haus von Jakob. He's trying to explain to them. Er versucht ihnen zu erklären. The holiness of God. Die Heiligkeit von Gott. And he's saying. Und er sagt. That where he is coming to visit. Wo er hinkommt, um Besuch abzustatten. Becomes holy. Wird heilig. If you touch, you will die. Wenn ihr berührt, werdet ihr sterben. The Lord is trying to explain to Israel for the first time. Der Herr versucht Israel zum ersten Mal zu erklären. The holiness of God. Die Heiligkeit von Gott. Based on a physical mountain. Anhand von einem realen Berg. And he's trying to tell them. Und er versucht ihnen zu sagen. That if you touch, dass wenn ihr berührt, you will die. Werdet ihr sterben. He says, er sagt, when he comes down, wenn er hinuntersteigt, there is going to be the presence of God. Wird es die Gegenwart Gottes geben. So, nun, for the first time he's introducing to them. Zum ersten Mal stellt er ihnen vor. And you are going to understand now the previous and before. Und ihr werdet jetzt verstehen, die vorherige und die davor. He's trying for the first time now to explain to them. Er versucht jetzt zum ersten Mal ihnen zu erklären. Reverence. Ehrfurcht. To the presence of the Lord. Zur Gegenwart Gottes. Let me put it better. Lasst es mich besser darbringen. Reverence. Ehrfurcht. To the dreadful cloud of God. Presence of God. Zu der fürchterlichen Wolke Gottes, Gegenwart Gottes. Fürchterlich, fürchterlich ist das Wort. Dreadful. Fürchterlich. Teaching them. Lehrt ihnen. Always fear. Immer zu fürchten. To always fear his dreadful presence. Immer seine fürchterliche Gegenwart, er zu fürchten. His dreadful holiness. Seine fürchterliche Heiligkeit. I'm moving the third one. Ich gehe zum dritten. He's trying to tell them, er versucht ihnen zu sagen, that look, dass schaut, man is sinful. Die Menschheit ist sündhaft. I said dreadful presence, ich sagte fürchterliche Gegenwart, dreadful holiness, fürchterliche Heiligkeit. But in the process he's saying, aber im Prozess sagt er, you cannot come. Ihr könnt nicht kommen. Because man is sinful. Denn die Menschheit ist sündhaft. No wonder remove your sandals. Kein Wunder, entfernt eure Sandalen. In the process, im Prozess, he has a purpose. Hat er einen Grund. As he is introducing dreadful process, dreadful holiness, now sinfulness. Als er vorstellt, fürchterliche Gegenwart, fürchterliche Heiligkeit, jetzt Sündhaftigkeit. Now. Jetzt. If we cannot go there. Wenn wir nicht dorthin gehen können. When he has descended. Als er hinabgestiegen ist. Then that means. Dann bedeutet das. He's creating an inevitability. Inevitable. Erschafft er eine Unvermeidlichkeit. Unvermeidlich. That man may be able to see. Dass Menschen in der Lage sind zu sehen. If I am this sinful. Wenn ich so sündhaft bin. For Israel. Let me begin with Israel. Für Israel. Lasst mich mit Israel anfangen. Therefore. Deshalb. Israel said. Israel sagte. Tell the Lord.
sag dem Herrn, not to speak to us again. Nicht nochmals zu uns zu sprechen. Tell the Lord, sage dem Herrn, because otherwise we will die, they say. Weil sonst werden wir sterben, sagten sie. Dreadful presence. Fürchterliche Gegenwart. And then, und dann, he's saying, sagt er, now, jetzt, Israel suggested, Israel schlug vor, tell the Lord, sage dem Herrn, to always speak with you, Moses, immer mit dir zu sprechen, Mose, and you come to tell us, und du kommst, um uns zu sagen, this is the case with Israel. Dies ist der Fall mit Israel. I want to come to the church. Ich möchte zur Gemeinde kommen. Halleluja. Halleluja. And Moses. Und Mose. What I read here. Was ich hier gelesen habe. I did not read up to verse 25. Ich habe nicht bis Vers 25 gelesen. See, I just read it to explain to you. Ich wollte es euch erklären. Moses. Mose. Hears from them. Hört von ihnen. He goes up. Er geht hinauf. He tells him what they have said. Er sagt ihm, was sie gesagt haben. He tells Moses. Er sagt zu Mose. Moses comes back. Mose kommt zurück. And tells them. Und sagt ihnen. I say dreadful presence, dreadful holiness. Ich sagte fürchterliche Gegenwart, fürchterliche Heiligkeit. Sinfulness of man. Sündhaftigkeit der Menschheit. And now we see. Und jetzt sehen wir. He's creating the need for a mediator. Er kreiert die Notwendigkeit für einen Vermittler. I think you can almost figure out where I'm headed to now. Und ich denke, ihr könnt fast herausfinden, worauf ich jetzt hinausziele. Ein wenig jetzt. To understand where we are headed to. Um zu verstehen, worauf wir hinausgerichtet sind. Because I said, denn ich sagte, don't come. Komm nicht. And he said, remove sandals. Und er sagt, entfernt Sandalen. And here 19 verse 12. Und hier 19 Vers 12. Tell them not to come. Sage ihnen nicht zu kommen. Verse 21. Vers 21. Tell them not even to touch. Sag ihnen nicht einmal anzufassen. The mountain. Den Berg. But now I brought you to a place. Aber jetzt brachte ich euch an eine Stelle. Where now? Wo jetzt? You can see he has created a need. Ihr könnt sehen, er hat eine Notwendigkeit erschaffen. Out of the sinfulness. Heraus aus der Sündhaftigkeit. Now you can even understand for yourself. Jetzt könnt ihr sogar für euch selber verstehen. Why he kept saying when he comes down, he is so holy, they should not approach. Warum er immer wieder sagte, wenn er hinabsteigt, er ist so heilig, sie sollen sich nicht annähern. The sinfulness of man. Die Sündhaftigkeit der Menschen. I am going to come to a place. Ich werde an eine Stelle kommen, where I'll bring it to you. Wo ich zu euch bringe. But the reason he says, let them not come. Dass der Grund ist, warum er sagt, lass sie nicht kommen. Is because. Ist weil. Of the weakness of the human nature. Wegen der Schwäche von der menschlichen Natur. And in the process. Und im Prozess. I will define to you. Ich werde für euch definieren. Which church. Welche Gemeinde. Braves it like this. Es tapfer so erträgt. And enter the cloud. Und in die Wolke eintritt. They said, let you speak to Moses. Sie sagten, lass ihn zu Mose sprechen. And Moses speak to us. Und Mose spricht zu uns. Lest we die. Damit wir nicht sterben. So they have reached the point. Nun, sie haben einen Punkt erreicht. Of realizing their sinfulness. An dem sie ihre Sündhaftigkeit realisieren. Now they themselves. Jetzt sie selber. Have suggested. They need a mediator. Haben vorgeschlagen, dass sie einen Vermittler brauchen. The Lord, der Herr, intended, beabsichtigte, to highlight, hervorzuheben, the sinfulness of man, die Sündhaftigkeit der Menschen, that Israel, dass Israel, and the church, the world, the whole world, und die Gemeinde, die Welt, die ganze Welt, may realize, zu realisieren vermag, that because of this flesh. Dass wegen diesem Fleisch. This human nature. Diese menschliche Natur. That is loaded with the sinful desires of the flesh. Die geladen ist mit den sündhaften Begierden von dem Fleisch. Including sexual sin. Einschließlich sexuelle Sünde. Sexual lust.
sexuelle Lüsterei. Lies. Lügen. Immer anything. Alles Mögliche. He's saying, er sagt, having highlighted that, das nun hervorgehoben. Now the nations begin to understand, jetzt fangen die Nationen an zu verstehen, that if the cloud has come, dass wenn die Wolke gekommen ist, then we need a mediator. Dann brauchen wir einen Vermittler. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. Listen this now. Hör zu diesem jetzt. I know there is the obvious message like this. Ich weiß, dass es die offensichtliche Nachricht wie diese gibt. And this church in Kenya, und diese Gemeinde in Kenia, is now so much enlightened, ist jetzt so erleuchtet. They know the message really, the bottom line. Sie kennen die Nachricht wirklich, die Quintessenz. They know that the bottom line, the Lord is saying, I have now shown it my servant. He is going to decree it, then it will happen. Sie wissen, dass die Quintessenz ist, dass der Herr sagt, ich habe es jetzt zu meinem Diener gezeigt. Er wird es verordnen und dann wird es passieren. So he's saying that soon it might happen soon. Er sagt also, dass bald möge es passieren, bald. I know you are so enlightened, you can understand the quick instant message. Ich weiß, dass ihr so erleuchtet seid, dass ihr die sofortige, schnelle Nachricht verstehen könnt. But I want us to go deep. Aber ich will, dass wir tief gehen. Halleluja. Halleluja. Because this is the hour to go deep. Denn dies ist die Stunde, um tief zu gehen. So he was saying, er sagte also, that visitation, dass dieser Besuch, Vers 12, Vers 12, don't touch, berühre nicht, don't come, komme nicht, Vers 21, Vers 21, we're talking Exodus 19. Wir sprechen von 2. Mose 19. Don't touch, don't gaze. Berühre nicht, blicke nicht. He's saying the purpose was one. Er sagt, der Grund war einer. To highlight the sinfulness of man. Um die Sündhaftigkeit der Menschen zu unterstreichen. And the need for a mediator. Und die Notwendigkeit für einen Vermittler. And then once the mediator come. Und dann, sobald der Vermittler kommt. Then in the process, dann im Prozess, he will have helped to highlight the need for repentance. Wird er geholfen haben, die Notwendigkeit für das Bußetun. And also, und auch, if he is highlighting, wenn er unterstreicht, the need for the Messiah, die Notwendigkeit für den Messias. The need for the Messiah. Die Notwendigkeit für den Messias. Then in other words he's saying, dann in anderen Worten sagt er, that by saying to Israel, indem er zu Israel sagt, don't touch the foot, berühre nicht den Fuß, don't even bring your animals near it, bringe nicht einmal deine Tiere in die Nähe davon, don't even look up, blicke nicht einmal hoch. Then you fear. Dann fürchtet man. Then what are we worthy then? Für was sind wir dann würdig? Then in the process, dann im Prozess. He's saying, but comes a mediator. Sagt er, aber ein Vermittler kommt. And that mediator, aber dieser Vermittler. We are all aware, uns ist allen bewusst. That when he comes, dass wenn er kommt, he comes as a piece of love. Kommt er als ein Teil der Liebe. Amor de Dios in Spanish. Liebe Gottes in Spanisch. So listen to this now. Hört nun zu diesem jetzt. He comes as John chapter 3:16. Er kommt als Johannes Kapitel 3, Vers 16. But let me add you one other reason he does that. Aber lasst mich einen weiteren Grund hinzufügen, warum er das tut. If then he is coming to you, wenn er dann zu euch kommt, to bring to you your sinfulness, um zu euch eure Sündhaftigkeit zu bringen, and to cause you to say, Moses, tell him not to speak to us again, und euch dazu zu bringen, zu sagen, Mose, sag ihm nicht mehr zu uns zu sprechen. And then in the process, und dann im Prozess, for the bigger global community, für die größere globale Gemeinschaft, to raise the value, the need of a Messiah, um den Wert zu erhöhen, die Notwendigkeit für den Messias,
gibt. A Redeemer, einen Erlöser. The peace of love, der Teil der Liebe. God so loved, denn Gott liebte so. Then in other words he says, in anderen Worten sagt er, by launching a restraining order, indem er einen zurückhaltenden Befehl einführte. A restraining order. Einen zurückhaltenden Befehl. That tell them not to come. Das sage ihnen nicht zu kommen. Because they are now falling under the legal regime of Jehovah. Denn sie fallen jetzt unter der legalen Ordnung von Jehovah. But now. Aber jetzt. He says, there comes a Messiah. Sagt er, dass der Messias kommt. That will help the weakness of man. Der Schwachheit von den Menschen hilft. So that man may now, without any legal requirement. So dass die Menschen ohne legale Anforderungen. Can do what I saw in January 15. Das tun zu vermögen, was ich gesehen habe am 15. Januar. Then in other words, dann in anderen Worten, he's saying that by telling them don't touch, sagt er, indem er ihnen sagt, nicht zu berühren. Don't come closer. Kommt nicht näher. Don't gaze. Blickt nicht. He was saying, er sagte, that using that sinfulness, the human sinfulness, diese Sündhaftigkeit zu gebrauchen, die menschliche Sündhaftigkeit, and the holy, holy, holy God, dann der heilige, heilige Gott, that now when the mediator comes, dass jetzt, wenn der Vermittler kommt, we may begin to understand, mögen wir anfangen zu verstehen, the hidden mysteries, die versteckten Geheimnisse, of the redeeming love of God, von der erlösenden Liebe Gottes. And then now at the other moment, und dann jetzt, im anderen Moment, he says, now those who will believe, sagt er, diejenigen, die glauben, they will now have the righteousness of Christ, sie werden jetzt die Gerechtigkeit von Christus haben. And they will be the people I saw. Und sie werden die Leute sein, die ich gesehen habe. They are the people I saw. Sie sind die Leute, die ich gesehen habe. No. Going like this. Sie gingen etwa so. Being pulled by the glory. Sie wurden von der Herrlichkeit gezogen. And turning right. Und drehten sich nach rechts. And now stepping on the glorious step. Und treten jetzt auf den glorreichen Stufen. Halleluja. Halleluja. And he's saying, und er sagt, it is not possible to explain that. Es ist nicht möglich, dies zu erklären. Except that you understand. Nur, wenn ihr versteht. Don't touch. Berührt nicht. Don't come closer. Kommt nicht näher heran. Don't guess. Schaut nicht. Finally a day come. Endlich kommt ein Tag, when nothing else will matter. Wo nichts anderes mehr ausschlaggebend ist. How you are wealthy. Wie reich ihr seid.